We're driving cars on the Mars tonight. We're passing off to the stars tonight. We wanna go, go. Wir sind hier am Blutspenden Glaubenberg. Wir sind jetzt gerade angekommen mit unserem Rideout. Und bevor wir hier über spenden gehen, gehen wir jetzt zuerst mal ein bisschen Stände anschauen. Weil unter anderem ist nämlich der Tom Lüthi hier. Gehen wir mal rüber. Tom, du bist hier mit Polo-Motorrad und Bikers on Tour zusammen am Blutspenden Glaubenberg. Obwohl du selber nicht spenden kannst. Was ist der Grund für dich, wieso du gleich hier bist? Weil ich eine gute Sache finde und das unterstütze. Ich war genau in der Situation, in der ich selber Blut gebraucht habe. Das ist auch der Grund, dass ich nicht mehr spenden darf. Und jetzt versuche ich halt, das Blutspenden auf eine andere Art zu unterstützen. Und das ist die Möglichkeit, die ich habe. Und finde es wirklich eine coole Sache. Plädi, darf ich dich schnell stören? Wie schlimm ist Spenden, weil es haben so viele Leute Angst davor? Gar nicht schlimm. Wieso spende ich da und nicht irgendwo einfach sonst in einem Spital? Weil ich da einfach die Atmosphäre super finde. Wir sind da mit den Riders, wir sind da als Community. Und das ist einfach, also ist nur eine coole Sache. Ich würde auch kommen, wenn ich nicht spenden würde. Und bei diesem Wetter muss ich ja fast raufkommen. Dieses Jahr haben wir mega Glück. Ich hoffe, nächstes Jahr, am 40-jährigen Jubiläum des Blutspenden Glaubenberg, haben wir wieder genauso viel Glück. Bist du auch wieder dabei nächstes Jahr? Auf jeden Fall. Sehr gut. Die Blutspenderaktion auf dem Glaubenberg ist auch nächstes Jahr wieder am Start. Und zwar am 1. und 2. Juli 2023 mit dem 40-jährigen Jubiläum. Wir würden uns mega freuen, wenn auch ihr dabei wärt.